Ralf, am Ende dieser Saison ganz viele ächzen, jammern und stöhnen, ob der großen Belastungen gerade zum Schluss. Frage an dich, wie viele Rennen hast du für Sky eigentlich vor Ort gemacht dieses Jahr? Ja, insgesamt habe ich 20 gemacht, aber vor Ort waren es, glaube ich, 14 oder 15. Das ist nicht so das Problem. Ich muss auch sagen, die meisten Rennen, die wir gemacht haben, die gehen. Das Thema war jetzt Las Vegas. Das war irgendwie so vom Zeitplan so verrückt und so brutal. Das ist, glaube ich, jeden extrem mitgenommen. Und ich kenne auch keinen, der jetzt irgendwie nicht krank wäre oder nicht erkältet wäre nach dieser Reise, weil das ja bis morgens früh ging. Und dann ist man dann irgendwie um 8 auf der Strecke gewesen und morgens um 2 bis 3 Uhr nach Hause gekommen. Also das war dann schon ein Stück, das war ganz komisch irgendwie. Jetzt ist bei dir das Selbstfahren ja noch nicht ganz so lange her, ein paar graue Härchen sehe ich auch schon. Aber wenn du dich mal so in die Fahrersituation reinversetzt, von so einem Zeitplan wie in Las Vegas, dann nach Abu Dhabi zu gehen, ein paar Tage später und da schon wieder Training zu fahren, ist das denn auch ein Thema, wo man sagt, das wird bei einem Leistungssport, wie es die Formel 1 ist, dann auch irgendwann grenzwertig? Also ich hoffe, dass das diskutiert wird. Ich glaube auch nicht, dass es gut ist. Ich glaube, dass auch die Fahrer genauso überfordert waren mit der Situation wie der ein oder andere Mechaniker oder was auch immer in dem Bereich der Formel 1. Ich glaube, das war einfach zu viel. Und ich hoffe, dass das auch oben ankommt. Und Stefano Domenicali, der ja so ziemlich alles kennt in der Formel 1, weil er ja da groß geworden ist im Motorsport, das auch ernst nimmt und versucht, eine Lösung zu finden, wenn es denn irgendwie möglich ist, in diesen Möglichkeiten, die man so bekommt. Weil ich hatte gehört, dass es in Las Vegas auch sehr schwierig sei, weil die Stadt eben nur gewisse Zeiten zur Verfügung stellt, wo man eben auch die Strecke sperrt. Ja, jetzt betrachten wir es mal kurz aus der User- und Zuschauerperspektive, Ralf. Für die fällt ja das Thema Jetlag und so weiter erstmal weg. Aber was ich da immer öfter höre, zumindest bei den eingeschworenen Motorsportfans, nenne ich das jetzt mal, ist, dass die Vorfreude auf den Grand Prix schon völlig wegfällt, weil du eh kaum noch Zeit zum Durchatmen hast, quasi jede Woche gefühlt Formel 1 und dann hast vielleicht auch noch einen Sprint dabei gehabt in irgendwo einem Tripleheader, wo drei Rennen hintereinander sind. Laufen wir Gefahr, dass das auch irgendwann mal ein bisschen übersättigt? Ja, ob es inflationär ist, das kann ich so nicht sagen. Bernie Ecclestone ist ja der Meinung, dass das ist, dass 18 genug waren oder 19. Mir kommt es auch schon fast so vor, weil wenn ich dann oft telefoniere, auch mit Leuten, die ewig im Motorsport unterwegs waren, die dann sagen, oh, ist schon wieder Formel 1, so also langsam kann ich das gar nicht mehr, ich kann dem gar nicht mehr folgen. Ich sehe halt so ein bisschen die Problematik, wenn der Vater, der gerne Formel 1 schaut, oder die Mutter, die ganze Familie irgendwie da überreden muss, 2,5 bis 3 Stunden oder 4 sogar in dem Fall, uns in irgendeiner Form zu folgen, mit Vorberichterstattung und das 24 Mal, da gehen einige Wochenenden drauf. Und da kann ich schon verstehen, dass es die eine oder andere Diskussion gibt. Also ich würde mir auch wünschen, dass, also mit dem Sprint finde ich nicht schlecht. Die Frage ist, ob die 24 wirklich eine glückliche Zahl ist. Aber was wäre denn die beste Zahl für den Rennkalender? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare unter dieses Video und abonniert auch gleich den Kanal und aktiviert die Glocke, um unsere journalistische Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank. Was wäre denn die beste Zahl? Bernie, hast du gesagt, hat 18 gesagt. Ich denke auch, dass 18 bis 20 eine schöne Zahl wäre, aber ich meine, ich kenne halt auch nicht nur die Bewegung, also ich meine, klar, letztendlich geht es da um Geld, um viel Geld und es gab ja Stimmen, die gesagt haben, naja, die Formel 1 hat mal in gewissen Teilbereichen mehr pro Grand Prix verdient und musste dann eben die Anzahl der Grand Prix ausweiten, um den Umsatz zu generieren, um eben auch am Stockmarket da bestehen zu können. Das kann ich so nicht beurteilen, ich bin ja kein Businessfachmann. Allerdings 24 Rennen gebe ich schon zu, werden wir irgendwann unsere Zuseher und Zuschauer einfach mal sagen, du, pass auf, jetzt geht's mal nicht, weil wir haben eine Familienfeier, wir haben eine Hochzeit und wir können nicht immer Formel 1 gucken. Jetzt sagt ein alter Bekannter Franz Tost, der sich dem Wahnsinn ja jetzt nicht mehr antun muss, macht euch mal alle nicht in die Hosen. Früher war das mit den ganzen Tests viel anstrengender. Da bin ich am Montag in München gelandet und am Dienstag war ich schon wieder in Jerez, so ungefähr. Hat er recht. Naja gut, aber das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Zuerst mal ist das, wenn ich heute einen Job mache, ich bin Formel-1-Fahrer und ich werde Mechaniker, dann ob ich jetzt teste oder Rennen fahre, da gebe ich dem Franz recht. Ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mir geht es ja um die Frage, wen reißen wir noch mit 24 Rennen mit? Welche Sponsoren, respektive wie viele Zuschauer wollen das noch so oft sehen?
Das war ja die Frage. Und da bin ich der Meinung, ist es eher inflationär. Ich finde im Übrigen, wo wir gerade dabei sind, fände ich es besser, wir fahren weniger und testen dann wieder, dass die Formel 1 im Winter oder auch mal in der Woche irgendwann stattfindet, so wie früher in den Nachrichten. Wir haben fast keinen Boulevard mehr. Also zumindest mal aus deutscher Sicht kann ich das so sagen. Das ist ja nur noch Fachmagazine, ein bisschen die Bild, wobei das auch in der Bild, ich bin jetzt kein Fan der Bild, aber auch verschwindend gering geworden ist im Verhältnis zu früher, Bunte und all diese Magazine. Und das war natürlich, weil die Formel 1 auch so ein bisschen mehr gelebt hat. Finde ich schade, weil auf der einen Seite, wenn man Instagram sieht, hat man ja alle Möglichkeiten, weil die Fahrer ja wirklich viel mehr preisgeben als früher und auch viel mehr Unternehmen scheinbar. Gemeinsam vor allem, aber das kommt irgendwie nicht so richtig an. Und deshalb das Nicht-Testen und dafür nur Rennen fahren, finde ich ein bisschen schade. Gebe ich dir übrigens recht mit dem Punkt, den du gerade gesagt hast, was ich zum Beispiel immer toll fand, wenn 2 Wochen, also wenn ein rennfreies Wochenende Pause war dazwischen, dann gab es halt immer in einer Welt am Sonntag oder Bild am Sonntag eine große Geschichte, ein großes Interview mit Ja. irgendeinem Fahrer. Das passiert ja heute nicht mehr, aber so werden halt auch Typen und Helden irgendwie aufgebaut, ein bisschen. Okay. Auf der anderen Seite, ein bisschen das Gegengewicht zu Franz Tost, Christian Danner sagt, die Grenze ist überschritten, nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Mechaniker und das Personal. Ja, Andi hat ja auch gesagt, das sind nicht nur die Fahrer, die Mechaniker, alles ist da beteiligt an diesem Wahnsinn. Speziell zum Saisonende hin, ja, hast du die Erde bereits dreimal umrundet im Flugzeug und dann geht es nochmal mit diesem Wahnsinnstrip am Ende in Richtung Abu Dhabi. Ich glaube, die profitable Auslegung, das heißt, je mehr Rennen, desto mehr Geld kommt in die Kasse, ist für den Besitzer der Formel 1 nachvollziehbar, weil der macht das ja, um Geld zu verdienen, verständlicherweise. Es ist aber für die Beteiligten eine Grenze, finde ich, bereits überschritten. Das ist too much. Und zwar nicht nur für die Beteiligten, die den Sport ausüben, für die Athleten, die Mechaniker, die Ingenieure, sondern auch ein ganz klein bisschen für die Zuschauer. Weil wenn ich jedes Wochenende wieder ein Grand Prix habe, dann habe ich kein Build-up mehr. Ich freue mich doch, wenn es in 2 Wochen ist, großer Preis von Monaco, dann haben wir ein Wochenende Pause und dann sind wir in Spielberg. Das ist etwas, auf was man sich hinfreuen kann, was toll ist, was aufbaut. Wenn aber jedes Wochenende, ach schon wieder, weißt du, wo sind sie gefahren? Ach, sind sie schon wieder gefahren. Ja. Also das ist nicht gesund, da bin ich ganz bei Andi. Da möchte ich dich mal fragen, wie geht es eigentlich deinen Kollegen bei Sky so? Da gibt es ja auch ganz viele, glaube ich, die komplette Tour durchgemacht haben. Der Peter Hardenacker wahrscheinlich, einer davon. Sind die jetzt auch im Limit und erstmal streichfähig bis Weihnachten? Ja, bis Weihnachten ist man nicht streichfähig, aber ich sage ja, die meiste Energie hat das System Vegas geraubt, weil einfach, das hat aber jeder gesagt, aufgrund dieser Arbeitszeiten. Und wenn man dann morgens ins Hotel kommt, kann man bei hell, egal wenn man die Gardinen zumacht, irgendwie nicht wirklich schlafen. Ansonsten nein. Und ich muss den Christian Dörner, kann man mal entschuldigen, ist ja auch schon was länger nicht mehr dabei. Es gibt ja Arbeitszeiten, es gibt auch Shifts, also die Leute werden ja auch ausgetauscht. Es ist ja nicht so, dass immer die gleichen Leute sind. Also von daher, da achtet man dann schon drauf und deshalb ist das möglich und machbar und auch okay, weil klar, arbeitsrechtlich heutzutage geht das ja gar nicht anders mehr. Sprint ist ein Thema, das sehr polarisiert. Ich habe so den Eindruck, die Hardcore-Fans, die Formel 1 schon sehr lange verfolgen, die sagen eher, brauchen wir nicht unbedingt. Wohingegen andere, die jetzt eher neuere Fans sind, sagen, ey, finden wir cool, tut sich am Samstag auch was. Du hast vorher schon so ein bisschen anklingen lassen, du findest das eigentlich grundsätzlich auch gut. Ja, weil ich bin einfach der Meinung, man sieht es vor Ort, man merkt es selber. Am Anfang war es ein bisschen Störfaktor, aber jetzt irgendwie ein Qualifying zu kommentieren, ein Rennen zu kommentieren, ist was ganz anderes, eine ganz andere Spannung. Und vor allem ist es auch für den Zuschauer, ich sehe es, freitags ist schon mehr los auf der Strecke, Samstag einfach, also das hat schon was. Da muss ich der Formel 1 recht geben. Sag ja, finde ich gut. Man hätte vielleicht, man muss über das Trainingsformat nochmal nachdenken. Ich glaube, auch das ist zu wenig und nur das einmal. Wenn was schief geht, dann testen die gar nicht mehr. Schwierig, finde ich. Ja, und man hätte vielleicht auch, ich sage ja, noch nicht unbedingt 24 Rennen machen müssen und dafür vielleicht ein paar mehr Sprints. Abschließend letzte Frage an dich persönlich, Ralf. Machst du nächstes Jahr bei Sky wieder weiter und bleibst Teil dieses Wahnsinns? Ja, nee, ich bin nächstes Jahr noch bei Sky dabei, gar keine Frage. Macht mir auch viel Spaß. Ist auch schön, mal da von außen das beobachten zu dürfen. Vor allen Dingen das zu bewerten, ohne dass man selber da großartig unter Druck steht. Auf der anderen Seite versuchen wir da immer sehr fair zu sein. Also ich bin mir auch nicht zu schade, mich zu entschuldigen oder dann halt auch das zu ändern, wie bei Perez, der jetzt zum Schluss immer noch zu langsam, gar keine Frage, aber zumindest mal wieder halbwegs gut unterwegs war.
Und dann muss man das auch so sehen. Stroll, gutes Beispiel dieses Jahr, am Anfang wirklich ganz gut, dann ganz, ganz schlecht. Jetzt wieder besser zum Ende im Verhältnis zu Alonso. Genau, das gehört ja auch dazu. Und ich glaube, versuchen wir rüberzubringen, versuchen zu informieren. Und mir macht das einfach Spaß, vor allem in dieser Truppe. Ich meine, wir sind wirklich Freunde da geworden und das passiert auch ganz selten. Den Clip mit Christian Danner in diesem Video haben wir euch übrigens mit freundlicher Genehmigung von Servus TV, dem offiziellen Broadcaster der Formel 1 in Österreich, gezeigt. Und in der gleichen Sendung Sport und Talk aus dem Hangar 7 wie die wir euch hier gezeigt haben, hat Christian Danner auch einen, wie ich finde, ziemlich gewagten Vergleich angestellt. Nämlich Ayrton Senna 1988 mit Max Verstappen 2023. Schaut ins Video rein, wenn ihr wissen wollt, worum es geht. Lasst uns wissen, was ihr von Christian Danners Vergleich haltet, indem ihr bei diesem Video einen Kommentar drunter schreibt und nicht vergessen, schaut auch mal bei unserem Partner Servus TV On vorbei.